Es ist mir dieses Jahr ein besonderes Vergnügen, Sie durch diesen Abend führen zu dürfen, denn wer weiß, ob wir nächstes Jahr noch hier sein können. Sie wissen, der Russe steht vor der Tür. Der Grieche sitzt schon in der Vorratskammer. Und wenn sich die Zahl der Kampfschwimmer unter den Mittelmeerflüchtlingen weiter erhöht, werden wohl schon im nächsten Jahr auch hier Feldbetten stehen, um als Notaufnahmelager dienen zu können. Ein paar Betten sollte man vielleicht auch bereithalten für die Flüchtlinge, die demnächst aus der Ukraine zu uns kommen werden. Sie wissen, auch da entsteht die Zivilgesellschaft gerade durch einen sehr schönen Bürgerkrieg. Der ist alternativlos, da lässt sich nichts machen, denn wenn es um die territoriale Integrität eines Landes geht, müssen Menschenleben halt schon mal hinten anstehen. Keiner kann verstehen, warum Moskau im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen. Wann hat es das jemals gegeben, dass ein Land in einem anderen Land Verbrecherbande derart unterstützt? Okay, ich erinnere mich dunkel, dass die USA in Afghanistan die Taliban und die Mujahideen finanziert haben im Kampf gegen die Russen, das stimmt. Aber sonst? Okay, in Nicaragua haben die USA die Contras finanziert im Kampf gegen die Sandinisten, die waren auch demokratisch gewählt. Wenn wir jetzt schon dabei sind, Iran 1953, der demokratisch gewählte Ministerpräsident, wurde vom CIA geputscht, weggeputscht, um den alten Schah wieder zu installieren. Und Salvador Allende, der demokratisch gewählte linke Präsident Chiles, wurde mit einem faschistischen Putsch hinweggefegt, organisiert von den USA. Sie haben in Libyen die Rebellen unterstützt, um Gaddafi loszuwerden. Man könnte auch zusammenfassend sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten 40 Jahren noch mit jedem Schwein und Verbrecher auf der Welt zusammengearbeitet, solange die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen Großkonzerne gewahrt geblieben sind. Was in der Ukraine wirklich los ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, wir werden von allen Seiten massiv belogen. Die Propagandamaschine läuft auf allen Seiten. Und eines habe ich gelernt aus der Geschichte. Wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, handelt es sich meistens um Satellitenfotos, auf denen ungefähr so viel zu erkennen ist wie auf Ultraschallbildern aus den 80ern. Nur einer blickt durch das ganze Schlamassel durch, das ist mein Bundespräsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ich hätte gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber was wollen Sie machen? Unser selbstverliebter Gottesanbeter stand am 1. September, dem Jahrestag des Kriegsausbruchs, Zweiter Weltkrieg. Sie wissen, wir sagen heute nicht mehr, dass wir den Krieg angefangen haben. Das ist auch irgendwann mal gut. Ich meine, das kennt man aus dem Schulhof. Du hast angefangen, nee, du hast angefangen. Das hilft ja auf Dauer auch nicht weiter. Kriege brechen aus, wir standen günstig damals. In diesem letzten großen Weltkrieg haben 27 Millionen russische Soldaten ihr Leben gelassen im Kampf gegen das faschistische Deutschland. Und man darf vielleicht auch mal daran erinnern, dass Russland den Westen nie überfallen hat. In der ganzen Geschichte noch nicht. Immer hat der Westen Russland überfallen. Schon Napoleon musste bis Moskau marschieren, um die Russen aus Paris zu vertreiben. Es gibt noch ein Land, das noch nie seine Nachbarn überfallen hat. Eines der aggressivsten Länder, das wir überhaupt kennen, der Iran. Der Iran hat noch nie ein Nachbarland überfallen. Die sind immer von ihren Nachbarn überfallen worden. Aber da sehen Sie auch, wie perfide so Länder wie Russland und Iran agieren. Die zetteln Kriege an, indem sie sich überfallen lassen. Und mein Bundespräsident bringt es fertig, bei der Gedenkrede zum 1. September die 27 Millionen russischen Opfer mit keiner Silbe zu erwähnen, aber in derselben Rede den Putin in eine Reihe mit Hitler zu stellen. Das ist große Staatsmannskunst, meine Damen und Herren, da kann man stolz sein. Wie hat der Bundespräsident gesagt in dieser Rede? Weil wir das Recht stärken, nehmen wir es nicht hin, wenn Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt. Und die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen jetzt deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Interpretationsfehler. Mein Bundespräsident Gauck, die fleischgewordene Doppelmoral. Und wir nehmen uns die Freiheit, von der er immer sabbert. Wir liefern dem Assad das Giftgas und wenn das einsetzt, sind wir böse. So sind wir drauf, wobei das mit dem Giftgas muss ich zurücknehmen, bevor ich dahinter korrigiert werde. Ich weiß, meine Bundesregierung hat sich erkundigt, auch bei den Vorgängerregierungen. Das ist dann offiziell verkündet worden. Wir haben kein Giftgas an Assad geliefert. Deutschland hat 10 Jahre lang Komponenten für Zahnpasta geliefert.
an Assad, offiziell. Die haben sich nie gefragt, wie oft er sich da die Zähne putzt, aber Komponenten für Zappas. Sehen Sie mal, wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch auf der Bundespressekonferenz vortragen können, ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie das Zeug zum Regierungssprecher. Wenn Sie so einen ausgemachten Quatsch sich anhören können auf der Bundespressekonferenz, ohne in schallendes Gelächter auszubrechen, dann haben Sie das Zeug zum seriösen Journalisten und müssen nicht für die Lügenpresse arbeiten. Die Liste der Probleme in diesem Land ist endlos. Wir haben 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger, wovon zum Glück nur 3 Millionen arbeitslos sind. Der Rest hat einfach keine Stelle. Wir haben 7 Millionen Analphabeten, wovon zum Glück einige zumindest Abitur haben. 13,5 Millionen Menschen leben in Armut, hat es jetzt geheißen. Und ab dem Jahr 2030 dürfen die 40% der Rentner auf Altersarmut einstellen. Ja, dazu kommt jetzt auch der Mindestlohn. Wie das gehen soll, weiß überhaupt noch keiner. In der Zeitung stand, den Friseur wird keiner mehr bezahlen können. Ich wage mir gar nicht auszumachen, wie wir in einem Jahr alle rumlaufen werden. 12.000 Deutsche sterben jedes Jahr in diesen Krankenhauskeimen. Kennen Sie die? Die multiresistenten Keime, wo kein Antibiotikum mehr greift. Da erblasst der Ebola-Erreger vor Neid. Und diese Keime können Sie in Afrika überhaupt nicht kriegen. Dafür müssen Sie sich extra in ein deutsches Krankenhaus begeben. Wir haben Probleme ohne Ende. Aber wenn die Deutschen mal in größerer Zahl auf die Straße gehen, dann demonstrieren sie nicht gegen multiresistente Keime, sondern für Multikulti-Resistenz. Das Volk nennt sich jetzt Pegida und kämpft tapfer gegen die Islamisierung des Abendlandes. In Sachsen. Tucholsky hat geschrieben, meine Sorgen möchte ich haben. Danke sehr. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt Sätze, die kann ich einfach nicht mehr hören. Es gibt auch einen Satz, den kann ich nicht mehr ertragen, das ist der Satz, sozial ist, was Arbeit schafft. Wenn noch einmal einer zu mir sagt, sozial ist, was Arbeit schafft, dann sag ich, hör mal, wenn ich dir jetzt deine dumme Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wie sozial soll ich denn mal sein? Oder den Satz, den ich an meinen Politikern so liebe. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Wenn ich das schon höre, dann kommt der Deutsche und sagt, wir können ja nicht alle Menschen hier aufnehmen. Seit 30 Jahren verfolgen 6 Milliarden Menschen auf der Welt nur ein Ziel, nach Deutschland zu kommen. Wir können nicht alle aufnehmen, deshalb nehmen wir keinen auf. Ne? Alle oder keiner, das ist Deutschland. Sehen Sie, für diesen Satz, wir können nicht alle Menschen bei uns aufnehmen, sollte man ohne Umstände sofort zu 2 Jahren Leben im Slum von Kalkutta verurteilt werden. Und zwar ohne Bewährung. Wir Deutsche sind doch die einzigen auf der Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir ein bisschen genau werden. Ja, das müsste man diesen sächsischen Mitessern und Mitbürgern vielleicht noch mal erklären. Als die Mauer aufging vor 25 Jahren, ist doch hier im Westen nicht nur gejubelt worden. Da ist doch hier im Westen über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Guck dich doch mal, wie das da aussieht, hat es damals hier geheißen. Guck dich das doch mal an. Was haben die denn da 40 Jahre lang gemacht? Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. Hier waren die Städte doch auch kaputt nach dem Krieg. Wir haben das ja alles wieder aufgebaut. Was haben die denn da gemacht? Guck dich doch mal die Städte im Osten an. Da sieht er aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, sehen Sie, Elend im Regen, das mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Das ganz, ganz große Thema in diesen Zeiten ist natürlich die Schuldenkrise, meine Damen und Herren. Wobei, die große Sorge der Deutschen ist ja nicht, wie wir die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden zurückzahlen sollen. Die Deutschen haben viel mehr Angst, was passieren soll, wenn es jetzt gar keine Zinsen mehr gibt. Wie soll man denn noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung aufbauen, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Das ist doch, die Religion Kapitalismus lebt doch vom Wunder der Geldvermehrung.
Sehen Sie, meine Oma hat früher eingemacht, was es im Schrebergarten gab. Erdbeeren, Birnen, Pflaumen. Ich sehe mich als Kind noch im Keller stehen mit diesen Gläsern, den Regalen. Wunderbare Schätze. Meine Oma ist aber nie auf die Idee gekommen, dass das Zeug sich von selber vermehren könnte. Wenn der Deutsche aber Geld auf eine Bank bringt oder in eine Versicherung einzahlt, geht er davon aus, dass das von selber mehr wird. Wo kommt diese Idee her? Die Deutschen zahlen jedes Jahr Milliarden in Lebensversicherungen ein. Was glauben Sie eigentlich, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperrt die das in ein Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Hören Sie, wenn Sie 4% Rendite haben wollen auf Ihre Lebensversicherung, muss die Lebensversicherung doch jemand finden, der das Geld leiht und 7% Zinsen darauf zahlt. Denn Sie wollen 4% haben, die haben Kosten und wollen selber auch noch was verdienen. Also muss einer 7% zahlen. Da muss der für arbeiten gehen. Das muss erwirtschaftet werden in der realen Wirtschaft. Und im nächsten Jahr zahlen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen ein. Da muss wieder ein Depp gefunden werden, der das leiht und 7% Zinsen darauf zahlt. Anders kann das doch nicht funktionieren. Das Geld für sich arbeiten lassen ist doch Quatsch. Geld kann doch nicht arbeiten. Ist Ihnen schon klar, ne? Haben Sie schon mal versucht, einem 50-Euro-Schein eine Schippe in die Hand zu drücken? Menschen in der realen Wirtschaft müssen arbeiten, um die Zinsen zu erwirtschaften und den Haufen immer größer werden zu lassen. Und auf diese Art und Weise haben die Deutschen ihr Vermögen von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro hochgeschraubt. Das Barvermögen der Deutschen beträgt 5 Billionen Euro. Das ist ohne Immobilien. Das ist nur das reine Barvermögen. Die Schuldenkrise wäre mit einem Schnips zu lösen. Sehen Sie, jeder von uns hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden. Und jeder von uns hat 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Ne? Das Geld ist jedenfalls da. Das sind die 5.000 Milliarden. Die sind halt schlecht verteilt. Das gebe ich zu. 50% der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse. Die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse. Das heißt, in nackten Zahlen, die reichsten 10% verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Die können die 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden so begleichen und hätten mehr über, als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen kann. Ja, ein Einzelner, der das so sieht. Jetzt haben Volkswirte ausgerechnet, wie wir Deutsche entschulden könnten, ohne dass es Probleme gäbe. Und das wäre wirklich innerhalb des kapitalistischen Systems tatsächlich möglich. Wenn diese 10% reichen, wenn die Hälfte ihres Vermögens abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass der Rest machbar wäre. 50% müssen die abgeben, nicht mal auf einen Schlag. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld ja auch zusammen. 5%. Ist das, was die letzten 30 Jahre jedes Jahr an Zinsen kassiert haben. Lassen Sie sich doch nicht länger für blöd verkaufen. Wir wollen nicht an das Vermögen von Menschen ran, für das die hart gearbeitet haben. Sie erinnern sich, Zinsen? Da haben die nicht für gearbeitet, da haben die Arbeiter für gearbeitet. Wir wollen die Zinsen der letzten 30 Jahre, für die die Menschen in den Fabriken gearbeitet haben, diese Zinsen wollen wir in den nächsten 10 Jahren wieder haben. Und dann ist Deutschland entschuldet. Und wir haben eine wunderbare Perspektive. Und es müsste keiner auf irgendwas verzichten. Denn wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro aufwärts. Nur damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind. Und falls Sie zu den Unglücklichen gehören sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht.